Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Wonder mit unserer lieben Plauderblume. Hallihallo! Ja, wird wieder lustig, im letzten Part haben wir die Wolkenwelt / Eiswelt komplett abgeschlossen. Das Castle war echt schwer wegen dem Wunderblumeneffekt und der Hammerbrüder. Und jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen chilliger. Direkt zum Level. Wenn du einen bestimmten Level suchst, drücke L. Wähle von dort ein Level und drücke A, um direkt zur Ort zu reisen. Genau. Das geht. Oh je, wir haben ein neues Delfinabzeichen. Beziehungsweise neue Prüfung. Let's do it. Oh. Ich habe gar nicht random Charakter gemacht. Naja, macht Mario den Anfang. Ist okay. Abzeichentest. Delfinkick. Ich glaube, jetzt müssen wir echt. Du kannst das. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein. Ja. Einfach mal drauf los. Und nicht zerquetscht werden. Nicht zerquetscht werden! Ach, das ist wie bei God of War im Tempel des Poseidon, ey. Da war es auch so schlimm. Du kannst das! Oh, was ist das denn? Ist viel zu schnell. Okay, egal, egal. Ich brauche die Zähne damit zu. Wie man die Münze bekommen soll. Don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man die bekommen soll, ohne zerquetscht zu werden. Ich habe keine Ahnung. Bleibt die eingesammelt oder ist die jetzt weg? Ah, oh, goddammit. Toller Tipp. Hey, wie soll das gehen? Ach. Ah. Clever. Clever. Die zerquetschen einen nämlich nicht. Okay. Now I see. Ja, das ist ein cooler Test. Zerquetscht werden das Videospiel, mit anderen Worten. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiui. Gut, das hätte ich genauso gemacht, das Versteck. Wäre ich die Entwicklerin von Mario Wonder gewesen. Die Entwicklerin, so. Gibt nur eine, ne? Hat nur eine Person gemacht. Spaß. Natürlich nicht. Boah, der Adrenalinrausch, Leute. Der Adrenalinrausch. Brutal. Das ist eine Erdblume. Plauderblume, kann ich dir helfen? Okay. Und? Bist du bereit? Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht bereit. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ganz in Form. Ja, das ist enorm. Sagt ihr nicht noch was? Oh, was mach ich jetzt? So nach dem Motto. Weiß ich nicht. Schon witzig. Hier unten ist doch bestimmt noch was. Oh. Also hier möchte ich nicht irgendwie einen Badeurlaub buchen oder so. Wie gesagt. Ah! Oh. Zerquetscht werden, das Videospiel. Oh, hier ist die letzte Coin. Meiner Meinung nach sehr offensichtlich. Du schwimmst toll. Du auch. Als Blume. Für eine Blume schwimmt Plauderblume echt nicht schlecht. Da unten ist eine Röhre. Hier ist eine Röhre. Ich nehme die obere. Die ist eher top secret, würde ich sagen. Haben jetzt hier zwei Ausgänge. Ah. Ah, schon nicht schlecht. Na, geht doch. Die letzte Part war nicht so skillig. Das war jetzt schon mal wieder ein bisschen besser. Das war cool. Das erste Abzeichen war so auf Schnelligkeit, das hier auf Geschicklichkeit. Finde ich gut. Haben beide ihre Berechtigung. Möchtest du verwenden? Nee, danke du. Oh nee, doch, ich brauche das jetzt. Ich glaube, es wird jetzt ein Wiggler-Wasserrennen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja, hier Jet-Abzeichen ist das Beste gegen Wiggler. Aber es wird jetzt ein Water Race. Seit wann können Wiggler schwimmen? Seit wann können Wiggler schwimmen? For real. Und ihr seht, es ist zu Land und zu Wasser. Na, wer will? Peach. Peach. Denkst du, ist Ariel die Meerjungfrau oder was? Ich weiß auch nicht.
Aber ja. Okay, Wiggler rennen. Schneller sein als der Wiggler. Gucken wir mal, wie schwer es ist. Los, go! Hey, Wiggler! Ey, ihr sollt mich anfeuern, nur nicht den blöden Wiggler. Mann, Plauderblume, Top 10 Anime Betrayals. Ja, und hier kann man halt einfach die Strömung ignorieren. Mit dem Delfin-Kick. Und somit kann man den Wiggler natürlich richtig hinter sich lassen. Ich mach das großartig, ja voll, ne? Ja. Oh, Goomba, was macht der denn da? Ich fiel mal richtig mit. Oh, shit. Oh, shit. Komm, ich muss... Nein, warum ist das so schnell? Der cheatet doch. Sein Rubberband-Effekt. Ist wie bei Mario Kart 64. Come on. Ja, jetzt kommt noch Kevin die Seegurke drauf. Hat die Welt gewartet. Wiggler kann da wahrscheinlich einfach durch Damage boosten oder so. Ha! Eiskalt vernichtet. Ach, du bist auch noch da. Du lebst auch noch. Ich dachte, du bist eingeschlafen auf Rennstrecke. Ja, guck mal, meine geilen Rollschuhe. Ich kann nicht aggressiv werden in dem Spiel. Ich habe geile Rollschuhe. Ich bin Wiggler. Wie gesagt, normalerweise wird er mal aggro. Aber scheinbar nicht in dem Spiel. Das Spiel ist zu nett. Was wird der denn jetzt? Geschafft. Wir waren schnell als Wiggler und haben sogar noch den Wundersamen bekommen. Ja, schnell zu sein als Wiggler ist jetzt keine Kunst, so lahmarschig wie das. Das ist ja unglaublich, wie schnell sich dieser Wiggler bewegen kann. An Land und sogar zu Wasser. Ja, das mit dem Wasser wundert mich auch, aber... Schnell? War das jetzt wirklich nicht. Wiggler hat's echt drauf. Ey! Und was mit mir? Ich hab den First Try besiegt. Ich bin noch viel cooler. Ich hasse Prinz Florian. Ich mag den irgendwie nicht. Der ist doof. Der ist doof. Toadette. Die kommen irgendwie oft. Finde ich gut. Das ist mein Lieblingscharakter. Was willst du? Wusstest du, dass du die Steuerung für Stampfattacken im Rennen anpassen kannst? Ja, habe ich gemacht, damit ich mit diesem wunderschönen Controller spielen kann. Bla 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 bla. Da unten wird schon zu Welt 4 gehen, die beste Welt. Aber das heben wir uns so auf. Schlecht Wetterfront mit Sturzregen. Ich bleib bei meinen Delfin. Ich hoffe, das hilft uns auch. Hm. Finden wir es heraus. Ja, es hilft uns. Very nice. Was ist mit dir? Keine Ahnung, was mit dem ist. Weg damit. Und alle Neune. Hi. Hi. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Hi. Na? Ist okay, wenn ich kurz mal... Naja, du hast ja schon den Mund auf, ne? Und ich habe eben viel gegessen. Okay. Lieber nicht. Ich will es mir bei Plauderblume nicht verscherzen. So ein Elefantenköttel, ich weiß ja nicht. Der hätte auch schon Style, ne? Manche stehen drauf, manche essen das gerne zum Frühstück. Ach, Cecile, du bist so eklig. Ich weiß. Und stolz drauf. Komm. Ah! Das war jetzt aber gemein. Das war echt gemein. Ja, wegen Salzwasser wahrscheinlich. Das weiß ich, wie der Ozean schmeckt. Frag doch Poseidon, den Gott der Meere. Zu viel God of War gespielt. Nimm dir Zeit. Ja, sind hier beim Strandurlaub. Wir haben es nicht eilig. Nimm dir Zeit. Kann ich verstehen. Chillig. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Kriege ich das noch oder ist jetzt verkackt? Komm mit Anlauf. Hier. Hier. Ja, ich bin einfach die geilste. Beste Mario Wonder Spielerin. Hey, sag mal, was los ist. Ich komme ich da hin? Ah, ich kann unter Wasser schwimmen. Hui, hui. Hier geht's auch mit dem Koopa-Panzer. Wenn man Koopa-Panzer hat, kann man in der Strömung trotzen, falls ihr den Delfin-Tritt nicht habt. Ja, macht richtig Spaß, das Spiel. Kann ich auch nur jedem empfehlen.
der oder die 2D-Jump-Runs mag oder Mario generell. Das beste 2D-Mario. Hallo. Hallo. Ich will wissen, was hier oben ist. Secret oder richtiger Weg? You never know. You never know. Nee, ich will aber den Dude hier haben. Platsch, platsch. Ach, süß. Hm, nur Coins. Was macht Spaß, das Schwimmen? Ja, ich bin ja im Real Life nicht Schwimmerin, liebe Plauderblume. Mir hat nicht so viel Spaß gemacht, im Chlorwasser zu ertrinken. Und meine Mutter musste mich rausfischen und der Bademeister hat mich ignoriert. Es hat nicht so Spaß gemacht. Seitdem wollte ich nie wieder schwimmen. Verständlich, oder? War halt ein richtiges Trauma. Ja, ist hier noch was Schönes? Hm. Na gut. Los, los, los! Jetzt mal wieder ein Secret verstecken am Anfang. Oh, es wird dunkel. Ein Sturm zieht auf. Poseidon ist schon wieder sauer, oder was? Der Typ ist ja immer am Raten. Oh. Ach, die sind jetzt permanent am Regnen. Ich verstehe. Ist okay. Komme ich mit klar? Kann ich mit leben? Okay. Ah, ist auch cool. Ich mag das. So halb Wasser, halb Landlevel gab es zwar auch schon mal Bros. 3. Aber ist ja auch schön umgesetzt. So, jetzt natürlich wieder die große Frage. Ist deine Röhre ein Secret? Ist da ein Secret oder geht's hier weiter? Ich. Keine Ahnung. Ist ja schon wieder fies. Ein One-Up. Hier brauche ich die Elefanten. Wollte mir erzählen. Ja, hier geht's wahrscheinlich zum Ziel. Nein! Hä, ich hab nicht mal die Wunderblume? Hast du die Wunderblume? Ach Gott, der hat die auch nicht. Hä, wo gibt's denn die Wunderblume? Erzähl mir nichts. Dann ist das optional. Hier gibt's aber auch keine Wunderblume. Und ein Herz. Wie schön. Süß. Ja. Ich liebe Münzen. Du auch? Das zweite Indiz dafür, dass die Plauderblume geldgeil ist. Wir hatten schon mal eine, die gesagt hat, nimm alles, was du kriegen kannst. Los, greif zu. Nimm dir die Münzen. So geldgeil, ne? Unfassbar. Gut, die Wunderblume habe ich dann wohl übersehen. Keine Ahnung, wo die sein soll, aber ja. Hm. Leute, wo... Jetzt mal ernsthaft, wo war denn die Wunderblume? Habe ich das jetzt echt so stiefmütterlich behandelt, den Level hier? Habe ich mich so blöd umgeschaut? Gut, der Level ist noch nicht zu Ende, weil ich hier den Checkpoint sehe. Haben wir noch eine Chance. Gerade sagen, ich habe ja jetzt echt nicht schlecht umgeschaut. Ja, sieht man. Passend zum Real Life. Ich aufnehme nur am Regnen. Was geht hier schon wieder ab? Hilfe. Ah, das ist die Steuerung. Oh Gott. Wie war es mit Poseidon und den Blitzen? Gut. Das ist jetzt eher Zeus, ne? Hilfe. Oh, das erinnert natürlich auch an das Gewitterlevel aus Donkey Kong Country 3. Den Blitzen. Oh, ein Stern. Sehr schön. Ein Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten übersteht. Ja, und der nächste Stern. Weiter, weiter. Ja, die Koopas werden heute massakriert. Wie noch nie zuvor, Leute. Und der nächste Stern. Let's go. Let's go. Wombo-Kombo. Und der nächste Stern. Okay, das ist witzig. Ist ein bisschen zu leicht, wenn man die Sterne nimmt, ne? Ach, Koopa, ich lass dich mal in Ruhe. Sei froh. Dank mir später. Okay, Dokkai. Willkommen zurück. Willkommen zurück, ja, das war... Ui, jetzt hat der Sturm auch aufgehört. Nur wegen der Wunderblume, das ist auch interessant.
Das finde ich echt cool. Der Sturm hat aufgehört, nur weil ich die Wunderblumen benutzt habe. Zu weit weg, ne? Ja, wird nichts Gravierendes sein. Wir haben ja alles, oder? Ja. Da wäre Elefant gewesen. Zum Gießen der Blumen. Also mit Feuerblumen können wir da jetzt durch. Ja gut, aber da ist nichts, wie ihr seht. Das war interessant. Komm schon hoch. Schnell, schnell, schnell. Nein. Ach, Menno. Komm, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Na gut. Das ist ja easy mit dem Delfinentritt. Sehr schön. Delfinentritt. Delfinenkick. Sehr gut. Nimmst du nicht viel. Das eine ist Englisch, das eine ist Deutsch. Toadette hat es mal wieder gemeistert. Sehr schöner Level. Ach, guck. Der Elefant gießt den Poplin sogar. Süß. 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 Was haben wir hier für einen Klumbatsch? Komme ich gar nicht hin. Das geht doch noch nicht. Komm noch nicht zur vierten Welt. Erst nach der dritten Welt heißt es. Ja, du kannst jetzt vierte, fünfte und sechste Welt machen. Erst da wir jetzt oben wird. Nicht? Bei der Macht der Wundersamen. Flump. Die Güllenfälle. Das ist so ein asiatisches Level. Beides wahrscheinlich eher an die Azteken angelehnt ist. Die Azteken haben Paläste aus Gold oder halt hier Gilgamesch, Babylon. So diesen Style. Orientalisch, asiatisch. Diese Richtung, oh nein. Oh, es scheinen sich Besucher eingefunden zu haben. Ich sollte sie begrüßen. Fump! Jetzt kommt der Anime Poplin. Der so tut, als wäre ein Kampfkunstexperte. Schwarzer Gürtel in Taekwondo, schwarzer Gürtel in Kung Fu, schwarzer Gürtel in Heidungumdo, schwarzer Gürtel in Apkido, schwarzer Gürtel in Kendo, schwarzer Gürtel in Judo. Er hat alle schwarzen Gürtel. Das hier sind die Güldenfälle. Ich habe mal gehört, dass es ganz oben im Wasserfall einen Königssamen geben soll. Ohne Bowser-Schloss. Ja, Bosse sind eh scheiße in dem Spiel. Von daher haben wir direkt weggelassen. Falls du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, kannst du L drücken, um die Karte aufzurufen. Ja, hier gibt's keinen Boss. Hi. Oh, bin noch Toadette, aber das ist ja eh kein richtiges Level. Was ist da für eine Gießkanne? Extra viel Plauderblumen oder was? Oh, wenn das nicht unser Prinz ist. Ich heiße dich an die Güldenfällen willkommen. Hier erwarte ich eine wahre Kaskade an Prüfung. Bist du bereit, mich vor ihnen auf die Probe stellen zu lassen? Es wird nicht leicht werden. Deine Aufgabe ist es, den höchsten Punkt des Wasserfalls zu erreichen. Dort findest du den Königssamen. Moment mal, können wir den Teil nicht einfach überspringen und den Königssamen gleich bekommen? Das Königreich ist in Gefahr. Ich bin ein Vorgesetzter, ich bin der Prinz dieses Reiches und könnte dich ins Exil schicken, dich foltern lassen. Aber du gibst mir den Samen trotzdem nicht? Das nenne ich Mut. Haha, keineswegs. So sind die Regeln und die gelten auch für unseren Prinzen. Egal, ob du mich danach folterst und ins Gefängnis schmeißt, in den Kerker mit Ratten und Monstern. Es spielt keine Rolle. Nur wer alle Herausforderungen meistert, darf den Königssamen sein eigenen. Jedoch gebe ich dir etwas, das dir auf deine Reise nützlich sein soll. Ich erwarte dich weiter oben am Wasserfall. Fump! An mich oder an Meister Popelkopf? Meister Popelkopf. Ja. Plauderblume, ich weiß nicht. Was tun wir noch an mich, glaubst du, an den ganzen Fail-Parts? Guck, da sehen wir schon die neuen Gegner, diese springenden Gegner, die sind ganz toll. Die machen einen nämlich nach. Aber dazu später mehr. Irgendwie müssen wir jetzt auf diesem Weg bis nach ganz oben schaffen. Mal überlegen, welches Abzeichen könnte sich am besten dafür eignen. Falls du mal ein anderes Abzeichen nutzen möchtest, ruf mich einfach mit R.
Wow. Unnötiges Tutorial. Typisch Nintendo. Prüfung Chaos. Eine schwierige Herausforderung vor dir. Hier bist du richtig, denn bei uns blüht jeder Kunde auf. Ich werfe mal den Klummercher. Dann gibst du den Klummercher. Warum hat er kein neues Abzeichen, der Blödmann? Ah, wir bleiben bei 69. Wir bleiben bei 69. Leute, die Power of 69 ist gebrochen. Ist gebrochen. Oh, direkt zweimal hintereinander. Was soll denn der Scheiß? Ja, 71 bis 80 mache ich noch und den Rest. Müssen wir halt gucken, ne? Ihr seht, es macht keinen Sinn mehr eigentlich. Ja, doch, für einen roten Yoshi schon. Ui, blauer Ballon tot. Da kam der nochmal vor. Ballon kennt man ja auch aus Super Mario World. Ich glaube, es ist auch so ein Ballon. Ich glaube auch einen schweren Spezial, wenn mich nicht alles täuscht. Elefant Peach, wunderschön. Freut sich Bowser. Genau sein Beuteschema. Hey, so langsam nähern wir uns der 80. Ja, ja, wir nähern uns der 80. Einmal wieder jung sein. Oh, ich will jetzt die 80. Leck um hier. Ist mir egal. Ich will die 80. Yes. Zwei Stück noch. Komm schon. Mit 76 Jahren fängt das Leben an. Feuer Mario und... Und den hellblauen Goomba Yoshi. Tja, Leute. Wie gibt es? 144, das ist so brutal. Boah, wenn ich jetzt 60 mal 30... Pff. Ich würde echt sagen, es macht halt keinen Sinn mehr. Kurzer Check. Wenn ich jetzt drei Sachen kaufe, müsste ich was Neues bekommen. Sonst lohnt es sich nicht. Haben wir schon? Haben wir schon? Haben wir noch nicht, okay. Ich würde sagen, es nimmt sie nicht viel. Jetzt habe ich 30 ausgegeben und habe Yoshi bekommen. Ich hätte auch einfach bei Spezialwelt 30 ausgeben können und hätte garantiert einen bekommen. Ich hole die nur in die Spezialwelt jetzt. Wie habe ich die jetzt mal gesprochen? Komm jederzeit gern wieder. Schon die Stimme wieder vergessen. Im Eifer des Gefechts. Ja, der Weg hier zur Spezialwelt ist auch ein bisschen weird, sag ich jetzt mal. Ich werde es aber noch nicht vorwegnehmen. Okay, Character. Random. Nein, nicht Toadette. Warum kommt immer Toadette? Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Luigi darf jetzt das Level machen. Ja. Hüpfertest. Es darf gehüpft werden. Mit den Delfinabzeichen. Ich bin so dämlich, ne? So dämlich, dass es weh tut. Egal. Brauch kein Abzeichen. Ich bin gut genug. Guck mal, ich springe. Die Gegner springen. Die machen uns alles nach. Ist das nicht eine coole Idee? Ich feiere das. Kann man natürlich auch... Ich habe mal vor 100 Jahren ein Spiel... Das war unfair. Darum habe ich geschwiegen. Ich habe mal vor 100 Jahren ein Spiel Let's Play für CDI. Inka, hier ist das. Die machen dich nach. Ja, you don't say. Bei den Inka-Spielen spielt eine ähnliche Musik. Wie gesagt, Azteken, Inka. Die machen dich nach. So diese Vibes. Hat aber auch ein bisschen was, wie gesagt, von Mario Land 1. Von diesem asiatischen Level. Ey, ohne Scheiß, ich spring jetzt bibelkloppt. Nur damit diese Assi-Gegner spawnen. Boing, boing, boing. Süß. Süß. Oh. Ich wusste das. Muss ja auch gehen, wenn man keinen Elefant hat, ne? Ja, wobei, ich hätte auch einfach den machen können. Never mind. Ich habe Angst. Ich springe. Ja, da kommt noch einer. Oh, der da hinten. Ah, der da oben aktiviert das so ein Secret. Geiler Level. Richtig gut gemacht. Zwar ohne Witz. Ist doch einfach nur amazing, oder? Was sie sich hier schon wieder ausgedacht haben. Absolut cool. Okay, hier war jetzt aber sonst nichts. Das wollte ich euch glauben.
Ja, ich glaub den jetzt mal, den Entwicklerin. Ich hab aber Schiss. Ist da noch was versteckt, war ich? Weiß nicht mehr. Boing, boing, so nice. Ach, Luigi ist ganz witzig in dem Spiel. Ja, bloß auch. Du bist nirgends so sicher, die kommen aus dem Nichts. Gibt zwar immer kleine Anzeichen, wo die spawnen, aber. Aha. Oh nein. Komm, Donkey Kong. Schade. Was heißt Donkey Kong? Das gab's auch schon in Mario Bros. 1, ne? Solche Secrets. Mit so einem Lift. Ist mir egal. Ich brauche nicht aufs Timing achten. Ich sehe eine Münze. Ich hol die Münze, okay? Hoffen wir mal. Also wer in den Level zu schnell spielt, der wird leiden. Okay. Hier passieren schon wieder seltsame Dinge. Ach, du Heilige. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Wenn diese Musik kommt, dann spackt alles ein bisschen rum. Immerhin haben wir die letzte Coin. Da braucht man, glaube ich, den Wunderblumeneffekt. Soll ich die Blasen irgendwie für mich nutzen? Don't know. Was mit dir? Das wüsste ich auch zu gerne. Hey, komm mal mit. Ich fahr Taxi. Tag und Nacht. Ich fahr Taxi. Tag und Nacht. Komm mit hier. Ey, der kommt hier gar nicht hoch. Brauchen wir den? Oh, wo kommt der denn her? Ey, bei dem Level. Du denkst, da sind keine Gegner. Hier ist nichts los und aus nichts. Kommen die halt. Auch hier habe ich ein bisschen Schiss zu springen. Aber Shortop. Naja, kommt keiner. Glück gehabt. Sagte sie und eine Sekunde später kommt der nächste. Der nächste Terminator. Okay. Tricky Dicky. Den Samen zu bekommen, bin ich ehrlich. So und dann. Ja. So, jetzt gemacht und nicht anders. Ach, jetzt verstehe ich, dass die Sternenblöcke. Haben immer mit dem Wundersamen zu tun. Die sind nur da, wenn du Wunderblume aktiviert hast. Verstehe. Das ist so overpowered. Eine Blase schießt du mit Drehsprung drauf und dann kannst du so laddern. Schon cool. Hä? Boah. Ich glaube, hier möchte ich nicht sein. Aufpassen, hier können immer noch diese komischen Gegner kommen, ja. Kann ich die von unten erwischen oder was? Muss ja so gehen. Ich glaube, ich hab's verscherzt. Wie so oft, ne? Okay. Jetzt werde ich die umbringen. Pass mal auf, ich mache das jetzt richtig skillig. Ihr lacht mich jetzt aus. Oh, was ist hier? Du stellst dich auch wieder an. Oh, die kann ich nicht in den Blasen machen. Das ist natürlich nicht so geil. Geht echt nicht. Macht ja auch Sinn, ne? Die haben Stacheln. Goddammit, ist das schwer. Okay. Ja, ihr lacht mich nur aus. Noch lacht ihr. Ich weiß. Noch lacht ihr. Noch. Lacht ihr immer noch? Manchmal habe ich einfach Skill. Bam, 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 bam. Boah, also da die Fallstange zu erreichen ohne die Seifenblase. Da würde ich echt sagen, wow, kann ich mit Yoshi machen. Oh, jetzt kommt er wieder. So viele Stacheln und doch so wenig Angst. Du bist sehr mutig. Fump. Gut, die Verschnaufpause machen wir noch. Unerreichbar. Ah, oh, ich hab schon wieder Luigi.
Why not? Was ist das denn für ein Cringe? Vor allem im Hintergrund da die Schnecken, was soll das denn? Guck mal, irgendwie. Nicht, dass wir es da. Einfach unsichtbare Blöcke finden oder was? Ding, ding. Los, greif zu. Ja, ich muss erstmal da hinkommen, du Scherzkeks. Mit der geilen Steuerung. So, jetzt greife ich zu. Hui. I did it. I'm Luigi. Normalerweise bin ich Ghostbuster. Ich sage irgendwelche Buhus, irgendwelche komischen Geister. Aber diesmal nicht. Oh Gott. Rätsel der Leere. Im nächsten Part, Leute. Der Part ist schon wieder viel zu lang. Gut. Beim nächsten Mal Rätsel der Leere. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann sehen wir uns wieder in dieser coolen Azteken, Inka, asiatisch geprägten Welt. Ich weiß auch nicht, was es darstellen soll. Güldenfälle. Aber ist mal was anderes. Nicht Wüste und Wasserwelt, Dschungel, ne, wie man es kennt aus den New Super Mario Bros. Spielen. Hier haben sie sich mal was ganz Innovatives, Neues gewagt. Und das mag ich. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Und stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!